Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Zurzeit sind die Nachrichten leider immer voller schlechter Neuigkeiten. Netflix senkt die Bitrate. Wer Klopapier will, muss sich auf eine Schlacht auf Leben und Tod vorbereiten. Aber wir vom Filme.de haben gute Neuigkeiten. Die neue Z-Box ist da. Ja, Xavi hat sie uns geliefert und wir wollen sie euch in einem kleinen Unboxing-Video vorstellen. Das Thema dieser Box ist diesmal Invasion. Entweder purer Zufall oder die haben etwas merkwürdigen Humor. Dann schauen wir mal, was drin ist. Hui. Erstmal ein Flyer. Pennywise. Bekannt aus S. Und hier auch direkt die passende Figur. Natürlich kann man jetzt denken, bloß nicht auspacken, es könnte ja an Wert verlieren. Na, egal, Leben am Limit. Gucken wir mal. Es ziert sich. Oh, es will doch nicht ausgepackt werden. Ganz vorsichtig. Tada, hier ist sie. Sehr schön, sehr stabil. Fühlt sich sehr gut an. Sieht sehr schick aus. Macht sich gut im Regal. Auch ausgepackt, auch wenn es an Wert verliert. Egal. Was haben wir hier noch? Verpackung. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Aus der Serie Rick und Morty. Tada! Als nächstes ein Schlüsselanhänger von Jurassic Park. Etwas auf asiatisch, aber steht ja hier Jurassic Park. Ansonsten, wir erkennen das Symbol natürlich. Limited. Bitte nicht unter 3 Jahren. Das könnte gefährlich werden. Knapp das Alter erreicht. Wir versuchen mal unser Glück. Tatsächlich. Es befindet sich eine Nummer drauf. Ja, wirklich sehr limitiert. Knapp 10.000 Stück. Und wir haben die Nummer 2569. Als nächstes folgt was Schweres. Alien. Ah, das kann man immer gebrauchen. Flaschenöffner. Nicht benutzen, wenn man noch nicht 18 ist. Okay. Keine Ahnung, was an dem Ding so fertig sein soll, aber naja. Oh, sehr stabil. Zum 40. Geburtstag. Sehr schick und sehr schwer. Und es steht, es soll ein Magnet dran sein. Haben wir jetzt nicht gerade zum Testen hier. Trotzdem, sehr schickes Teil. Oh, das war's schon. Die Box ist leer. Verstauen wir mal das Ganze wieder. Nicht ganz so unordentlich aussieht, wenn die Frau wiederkommt. Und den Pennywise, den stellen wir uns in den Schrank.
So, das war unser kleiner Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!